der Sieger von der Verfolgergruppe. Wie ist das taktisch für dich gelaufen? Ja, danke vielmals. Ja, ist eigentlich sehr gut gelaufen. Am Anfang bin ich ein bisschen weit hinten positioniert gewesen. Wir haben dann schnell den Nino verloren und den Lars. Ich war dann in der zweiten Gruppe gewesen. Ja, wir sind dort gut unterwegs gewesen. Wir haben nicht viel verloren. In der Abfahrt hat sich alles noch ein neu sortiert. Dann war plötzlich der Matt beim Nino vorne gewesen und der Lars bei mir hinten. Dann haben wir gut zusammengespannt. Wir konnten noch einmal die Spitzengruppe einholen. Dann sind wir zu vierten zusammen gewesen, bis der Nino angegriffen hat in der zweitletzten oder drittletzten Runde und es dann alles auseinandergesprengt hat. Wie fühlt sich das an, wenn der Nino angreift und man weiss, ich komme einfach nicht nach? Ja, das war wirklich brutal. Also, er hat wirklich extrem angegriffen. Also, ich weiss nicht, wenn ich noch frisch gewesen wäre, ob ich dort hätte mitmachen. Ja, kann man einfach nicht zuschauen, wenn er wegfährt. Ja. Und jetzt geht es ab in den Weltcup? Ja, zuerst habe ich noch das Heimrennen aus Ilen Amstag-Brist auf der Straße, das Bergrennen nächsten Donnerstag und nachher ist Weltcup. Super, viel Erfolg und gute Erholung. Danke vielmals, merci.